Nämlich? Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 David gegen Goliath Projekt, meine lieben Freunde. Und ja, wir sind gut dabei, finde ich. Bis jetzt läuft es ganz gut und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann machen wir dich erst voll. So. Dann. Oh. 30 Minuten noch? Oh je, oh je. Warte, jetzt fahr ich vor. Das ist jetzt schief gelaufen. dann lassen wir das Stück stehen. Fährst du vor, Daniel? Was sagst du? Fährst du vor? Ja. Dann lassen wir das Stück stehen, das stört ja nicht. So, dein Hänger ist voll, der vordere. Da sind 50% drin. Nee, die zwei Hänger sind. Du musst vorfahren. Und jetzt kommen 50% für den anderen Hänger noch, weißt du? So. Wenn alles voll ist, hast du 100%. Die zählen zusammen. Ah, okay, ich dachte, pro Hänger. Gut, kannst du erstmal weg vor zu Friesi fahren. Dass du immer mal so im Pendelverkehr. Dass wir dich erst voll machen und danach, wenn du abfährst. Alles klar. Fahr ich mal zu Friesi. Und klappt es? Wo? Oh. Bin jetzt gerade bei 75%. Okay. Mal Tempomat rein. Er sucht sich auch über das größte Feld aus hier. Er ist unfassbar. Und sonst, was sind eure Lieblingsfilme? Alex, Daniel. Ja, ich bin eher so der Thriller-Horror-Typ, so Final Destination, so. Ja. Sowas finde ich ganz interessant. Und bei dir, Freezy? Pornos. Nein, auch so Action-Thrillers, das ist auch schon meins, ja. Ich gucke aber auch manchmal sehr gerne einfach so, ich sag mal so, sowas wie Freitag der 13. oder sowas. Das ist einfach so Abschlachtfilme, das finde ich auch manchmal ganz toll. Was hörst du denn so für Musik? Deutschrap. Deutschrap? Ja. Also so Bushido, Sido. Ja, genau, ja. Oh, okay. Du denn? Was ich höre? Ja. Ja, ich bin eher so der Rocker, also eher so, ja, so deutsch-rock-mäßig, so Rammstein. Ja, dann noch als Onkels, Freiwild, so die Schiene. Mhm. Okay. Und ab und zu einfach auch mal die Charts querbeet. Ja. Oh, jetzt bin ich bei 85%. Kriegt der Friesi dich voll, ja, ne? Ja. Da kann der Alex schon zu mir kommen. Alles klar. Bin jetzt bei fast 70. Und du, Alex? Was sind deine Lieblingsfilme so?
Also Lieblingsfilme an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, Marvel komplett. Oh ja. Da bin ich ganz großer Fan von. Echt jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe bisher noch keinen einzigen Film verpasst. Endgame schon gesehen? Nee, noch nicht. Ich auch noch nicht. Da muss ich dazu sagen, bei Freunden sage ich immer wieder, weil die waren alle schön. Ich sage, erzählt mir bloß nicht, was drin vorkam. Ey, da weil das geht gar nicht. Hatten wir hier schon wieder so einen Kandidaten, ey. Ich hab fast gekotzt, ey. In der Schule, ja, hab ich Endgame geguckt, das ist so schade, weil, ich stehe daneben, ich denk mir nur so, hau ich den jetzt eine rein oder dreh ich den in die Eier, Alter? Ja. Hat der mir so krass gespoilert, hab ich gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Deswegen, ich will das auch von keinem hören. Ja, und ansonsten, sehr gern Horrorfilme. Ja. Hab dabei bloß immer ein Problem, ich schlaf dabei meistens ein. Und, ja. Eigentlich Thriller auch mit, weil ich sag mal so, bei einem Film, es bringt mir nichts, wenn ich Film gucke und ich weiß nach 5 Minuten die Handlung vom Film. Ja, ja. Also mich flasht das dann schön, die Spannung komplett über den Film. Ja, musikmäßig muss ich ganz ehrlich sagen, querbeet. Ich habe da jetzt keinen speziellen keine spezielle Musikrichtung, weil es muss mich einfach mitreißen. Mhm. Was da? Ja. Weil das Tanzbein anfängt mit Wackeln, passt's. Das stimmt, ja. Ja. Ja, das ist doch super. Und du, Josh? Ja. Ich hab Verbet. Die Mischung macht's. Was halt gut klingt. Ja. Und deine Lieblingsfilme? Außer, was wir ja schon wissen, oh, Barbie und sowas? Ja, Sandmännchen und solche Sachen. Ja. Schöne Dinge. Ja gut, Sandmännchen geht immer, ne? Nee. Ach, ich guck gerne Serien. The Walking Dead, dann hier dieses, bei Netflix, die neue Serie. Wie heißt die? Black Summer, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Bad Summer oder Black Summer. Ja. Finde ich nicht schlecht. Mit Frauchen zusammen. Ja. Ja. Aber, und Filme halt. Oh, Greasy, geht los. Jo. Na gut. Wie sieht's denn bei dir vorne aus? Greasy, voll? Nö. Nee, nicht. Musst du dann bloß Bescheid sagen, dass der Alex dann vor. Ja, ich gebe spätestens, wenn er bis 80% nicht hier ist, gebe ich Bescheid. Mhm. Ja, das ist schon fast zu knapp. Das war bei mir vor uns auch. Das ging dann so schnell. Okay. Also ich sag immer so bei 70% sag ich. Ja gut, Bescheid. Dann sag ich bei 70% Bescheid. Das können wir ja wohl nehmen. Also muss ich aber mal hier fragen. Ah, Alex, Daniel, schon mein Merch gekauft oder was? Was hab ich? Mein Merch gekauft? Nein, ja. Noch nicht. Oh. Aber ich kann dich beruhigen, es ist alles für den Geburtstag eingeplant. Hast du den Energy schon gekostet, Freezy? Ja. Okay, schmeckt da? Ja, es geht. Okay. Also kann man sich mal gönnen. Zu Hause für die Vitrine. Ja. Der ist nicht schlecht, der schmeckt besser als das von Lidl, die Prolle da oder so. Das schon, aber ich wollte ihn anders haben, aber ich bin noch in Bequatschung mit denen, dass da eine zweite Sorte von rauskommt. Weil ich mag Energy sehr gerne, aber ich mag nicht diesen Standard-Energy. Weißt du, sowas wie Booster oder wie das, was Lidl hat, das ist das Standardzeug. Ich will mit Geschmack dabei haben, weißt du, zum Beispiel mit Orange, mit Apfel, mit irgendetwas. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ja. Nicht so das Standard-Ding. Und das, ja. Monster, dieser bunte da hat. Genau, richtig sowas. Geil. Boah, Monster, das finde ich so, das schmeckt so übelst künstlich. Moin, moin. Moin. Noch eine kurze Sache, ne? Hm? Ihr fahrt ja da richtig schön durch die Frucht. Wenn ihr einmal durchstecht durch den Weizen, ein bisschen weiter im Feld, könnt ihr dann nachher im Kreis fahren und habt immer das Rohr außen. Also einfach jetzt, wenn Freezy wieder unten ist, einmal weiter, was weiß ich, so fast in der Feldmitte durchstechen und dann fahrt ihr immer außen. Daniel, fährst du noch ein Stück vor, bitte? Jupp.
Weil ich könnte mir vorstellen, dass dann einige Kommentare kommen. Der fährt ja durch die Frucht. Ja, die kommen ja immer. Zum Glück ist die Fruchtzerstörung. Aber das ist eine gute Idee, doch. Oder Daniel, da versuchst du in der Mitte dann durchzustechen. Was sagst du? Ja. Falco, du kannst in einem Video alles richtig machen. Ja, du kannst das planen wochenlang. Du kannst dich hinsetzen, aufschreiben, alles durchrechnen und blabliblub und hin und her. Und wenn du dann fertig bist, sagst du dir, boah, ja, gute Arbeit, finde ich toll. Das Video kommt online, du bist aber einmal links gefahren anstatt rechts und ja, du bist aber auch links gefahren. Das kannst du sowas von knicken, hier irgendwas Perfektes hinzubringen. Aber Freezy, wir sind im besten Team der Welt, mit den besten Projekten der Welt und wir bestreiten ja immer einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ne? Ja, viel Spaß dabei. Ne? Doch, ich frage, du musst ja mal schnell kommen. Hallo, raus hier. Komm, ich komme gerne. Kommt der hier hin? Der war bestimmt Betriebsspionage. Die anderen haben bestimmt ein Problem oder so. Ja, es klingt fast so, ne? Ja, das ist gut für uns. Josh, geh mal spionieren, geh mal. Warte, ich komme nicht wieder. Warte, warte. Ja, gar nicht. Ich bin auch ein bisschen nah dran. Meine kleinen Freunde. Ja, aber wir können das Rohr nicht bewegen. Nee. Okay, die können irgendwelche Rohre nicht bewegen und sind irgendwo ziemlich nah dran. Ich weiß nicht, worum es geht, aber... Wo ist Fernglas raus? Wir gucken mal rüber. Ach, der Überlager. Ja, da müsste ja jetzt voll sein, stimmt. Mhm. Dass der nicht funktioniert. Der Dietmar schreibt gerade seine Fische reingesiegt und die kommen alle sehen. Welche Fische kommen? Irgendjemand hat Fische. Ja. Jemand hat Fische und hat geschrieben, die Fische kommen oder sowas. Das war meine Mutter gerade. Habt ihr Fische oder was? Ja, irgendwas ist. Also meine Mutter und mein Vater, die haben ein Meerwasser-Aquarium. Oh, nice. Und mein Onkel hat jetzt auch eins. Und bei dem, ja, der hat glaube ich gerade auch irgendwie ein Problem. Das Salz im Wasser vergessen. Die Fische sterben, warum denn? Zu Popcorn, ich löse dich nicht auf. Bei der Straßenmeisterei einen Beutel geklaut und, ja. Und jetzt sind die Steinchen drin. Hast du denn Salz reingetan? Ja klar, das Streusalz vom Baumarkt. Obkörnig. Ah, nee. Wie lange haben wir noch Zeit? 17 Minuten. Ja, dann komm mal. Ja, da guckst du mal, dass wir dann in der Mitte irgendwo mal durchfeuern. Und dann sind wir halt wirklich immer außen. Und dann kommen wir uns auch nicht ins Gehege. Stimmt. Weil du ja immer dann meine angefangene Bahn weiterziehen kannst. Das läuft. Irgendwann holst du mich dann ein. Wie viel passt bei dir noch ein, Alex? Bin jetzt bei 81%. Okay. Geht also noch eine Weile. Ich würde dir dann erstmal hinterherfahren und dann beim Abdanken mal kurz in die Frucht. Ja, ich fahre jetzt hier. Ja, weiß ich nicht. Wie viel soll ich denn nehmen? Ja, müssen wir gucken, die Mitte, ne? Ich fahre jetzt einfach eine Kurve vorne rum. Vorne rum eine Kurve und dann schauen wir, ob das mal auf Höhe der 4 dann reinmachen. Der Höhe der 4? Ja. Hast ja sicherlich die Karte klein auf. Ja. Und dann ziehst du ja die 4. Feld 4 und da. Halt ein bisschen eher schon rein, weil wir kriegen das Feld eh nicht ganz weg. Ne, das ist heiß, wir klauen denen irgendwas. Ey, die 4 markiert ja ungefähr die Mitte vom Feld. Ja, aber ich glaube, so weit brauchen wir gar nicht fahren. Nee, nee. Aber dass wir halt nicht dass wir am Ende nochmal umsetzen müssen, das wäre. Aber bis kurz vor der 4. Ich fahre jetzt gleich hier rechts rein, bis wir das alles abgeendet haben, ist die Zeit um.
das reicht. Müsste reichen, ja. Wie gesagt, wenn in den Kurven was stehen bleibt, ist egal. Ja. Hauptsache, wir sind voll in der Frucht drin. Jawohl, wie schaut's aus, Alex? Ah, warte einen Moment. Aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.